So, YouTube, willkommen zum Dreiteiler und der Neverending Story von Geotastic. Wir haben die ersten zwei Stunden in den ersten vier Runden verballert und davon von den ersten beiden Runden eigentlich alles verbraucht. Und jetzt sind wir auch irgendwo in Osteuropa, Ungarn oder so unterwegs. Anhand der Flagge würde ich sagen, passt eigentlich ganz gut. Wenn es billig aussieht, entweder Osteuropa oder alles andere außer USA. Nee, eigentlich, wenn es billig aussieht, dann gerade USA. Der Chat wieder heute wild. Aber ich finde, Osteuropa hat immer so ein bisschen diese Abstände, nicht? Diese Freiheit zwischen den Gebäuden. Obwohl es eng gebaut ist, ist es irgendwie nicht so eng gebaut. Nicht? Also auch so ein Platz einfach. Und es ist halt nicht 100% perfekt, aber das macht gerade viel aus. Uchi Utka. Josefa Attila. Okay, also Straßennamen haben wir schon mal und ein Koop haben wir. Auch sehr gut. Einkaufen wäre also möglich. Dann müssen wir eigentlich nur noch rausfahren, dann wissen wir, wie die Stadt heißt. Und dann müssen wir nur noch, oh, sogar eine Schiene. Ja, das wird ja super. Also wenn wir das nicht finden, 8 Stunden später. Oh, da stand's. Auf Wiedersehen in Visonlatilatasra. Das soll ich mir jetzt merken. Nuan Passat. Wir sind satt. Okay, wir sind satt. Die 441. Man merkt sofort europäische Dingssysteme, nicht? 441. Aber ist das nicht eher Rumänien? Ich bin noch nicht ganz hundertprozentig überzeugt. 443, 442, 441. Nach Zelged, okay, da sind wir. Und nach Nygödüdü. Wo ist Nygödüdü? Nyagakyrus? Wo ist Gyros? Da, hier. Okay, wir sind also dazwischen, zwischen Gyros und da. Und wir kommen aus irgendeinem Dorf. Wir sind satt. Wo ist, wir sind satt? Nyraspasat. Da kommen wir raus. Alles klar. Ja, wir sind eigentlich in der Straße, die am westlichsten ist. Ja, das geht ja gar nicht. Wir fahren jetzt nach Südosten. Und kommen dann dahin. Müssen wir ja hier irgendwo draufstehen. Das heißt, wir sind hier irgendwo drin. Dann stehen wir hier irgendwo. Hier ist ja noch eine Bushaltestelle mit Wendepunkt. Das müsste man doch sehen. Aber krass, nicht? Hier sind überall noch Wohnhäuser. Google zeigt das gar nicht an. Aber das ist schon ganz woanders. Okay, also doch nicht so leicht wie gedacht. Und wir fahren natürlich nach in die Richtung raus, nach Westen. Da macht es auch mehr Sinn, dass wir doch eher hier sind. Dann sind wir nämlich hier. Guck, da ist der Wendekreis. Ich dachte, wir sind vorhin in die Richtung gefahren. Wie weit vom Wendekreis? Ja, keine Ahnung. Da. Finish!
8,69 Meter. Da haben wir nicht mehr lange gefackelt und direkt zugeschlagen. Und damit geht es in die Runde Nummer 5. Ich hoffe, die Folge wird nicht so kurz. Oha. Schade, ich hätte mir jetzt so ein bisschen Amperia, Packet, Lajin, Indonesien oder sowas gewünscht. Aber Albanien und Türkei, Deutschkurse, Germanisht, Vica Familiare, Provime. Also doch Deutschland. Hätte ich auch fast erwartet, so wie das hier aussieht. Nicht? Gerade noch gesagt, oh, das könnte ja Deutschland sein. Und da Deutschkurse. Eindeutig. Wir gucken mal auf die Kennzeichen. Könnte Türkei sein. Von den Autos Nordmazedonien, MK, Montenegro. Ich weiß nicht, was MK ist. MK. Ich muss ihn nachgucken. Aber das weiß ich immer nicht. Nordmazedonien. Okay. Die sind nämlich neu drin, glaube ich, in Geotastic. Weil ich glaube, ich war noch nie in Nordmazedonien in dem Spiel. Ich war ganz oft in Serbien, Bulgarien, Albanien war ich ein paar Mal bei Elbasan. Montenegro war ich einmal in der Südspitze, aber ich glaube, das ist eher, weil das zu hier waren wir irgendwo. Aber das war nicht ganz, ich glaube, hier drin. Also, Kosovo waren wir noch nicht. Aber dann scheint das jetzt mit aufzutauchen. Okay, kann man leider nicht lesen, weil der LKW genau davor steht. Idiot. Ah, man kann es eh nicht lesen, weil wir wieder eine Kartoffelkamera mit haben. Hey, die Busse kenne ich doch aus Worker and Resources. Da fällt mir ein, ab 20.06. Worker and Resources rauf und runter. Version 1.0 kommt raus. Macht euch bereit, lehnt euch zurück. Wir werden nur noch Worker and Resources machen. Sofern es gut ist. Das Problem ist, dass ich die Schrift eigentlich nicht lesen kann, aber die haben sehr viel europäisch dran stehen, nicht? Das ist schon gar nicht schlecht. Bedeutet Version 1.0 heute noch etwas? Ja, die sind damit Feature Complete. Das heißt, von dem Inhalt her wird sich jetzt nicht zum Beispiel, wir werden nicht noch Schnee ist ja drin, Wasser ist drin, Abwasser ist drin, aber es wird nicht noch, weiß nicht, Gasleitung geben. Zumindest nicht ohne DLC. Es kommt ein Riesenpatch. Und damit werden noch ein paar neue Sachen freigeschaltet, die auf der Roadmap standen. Und dann geht's nur an Erweitern, Ausbessern und wahrscheinlich DLCs vorbereiten. Ich meine, das Spiel war ja auch in sehr gutem Zustand. Und ich hätte lieber, dass die sich an einen zweiten Teil wagen. Heilbank. Aber Autobahn ist nicht schlecht. Egal, wie ich da zufällig drauf gedroppt bin. Wenn wir jetzt herausfinden, auf welcher Autobahn wir sind, wäre das schon sehr hilfreich. Uhetab. Uhetab.
Kann ich das lesen? Uhetab Center. Ach so, das heißt, ja, stimmt, das habe ich schon mal gesucht und das heißt nur Center, nicht? Hm. Habe ich mich schon mal reingelegt. Ja. Nee, nicht nochmal mit mir. Okay, eine Autoraststätte. Ich glaube, drüben kriegen wir bessere Hinweise. Athen, 735 Kilometer. Und ich dachte schon, die 300 Kilometer von Obra wären nicht so wichtig. Belgrad, 440. Ach, wirklich? Wow. Also, die geben Athen und Belgrad an in Nordmazedonien. Als Orientierungspunkte. Was soll Deutschland angeben? Alter und Kapstadt? Pff, warum macht man sowas? Also, okay. Aber Veles ist nicht so weit weg. Können wir das ausmachen? Kihamihano. Veles. Kumanyo. Lustig, auch davon steht gar keine, also gar kein Russisch drauf, nicht? Adna, Athen. Belgrad, doch, B, das B ist Veles. Okay, ich dachte, wie ein B zum V werden kann, bei BE verstehe ich auch nicht. Okay. Da hätte ich ja Belles erwartet. Sprache ist absolut nicht meins. Zum Glück ist das Land nicht so groß, nicht? Da geht das auch mit dem osteuropäischen Bevek Veles. Oder Kumanjovo. Sind anscheinend alles nicht so große Städte. Ihre eigene Hauptstadt schreiben sie nicht ran. Okay, wir brauchen eine Straßennummer. Also die Z kann man zwangsweise 1-0 und in keiner Weise complete. Ja gut, das ist halt immer, wie der Anbieter das natürlich auch definiert. Aber Work and Resources würde ich jetzt nicht in diese Schiene der Müllspiele schieben. Bin halt gespannt, ob sie noch irgendwas an der Grafik geschraubt haben. Ah, steht leider nicht die Autobahnnummer drauf. Athen! Ach, wir müssen nach Athen schnell abbiegen. Okay, aber Belgrad liegt im Osten. Okay, also Athen ist da, Belgrad im Osten. Da. Hilft mir halt auch nicht. Was sind das für... Wow! Die haben eine Lärmschutzwand aufgestellt. Wow! Ja. Okay, und... Das ist eine Autobahn. Und... Ey, ich bin verwirrt und überfordert von dieser Situation. Ach, das soll eine Brücke werden anscheinend. Weil sie hier immer rüberläuft, bauen sie hier eine Brücke. Die will doch hier echt rüberlatschen, oder? Also wo will sie hin oder will sie ihr Müll einfach wegwerfen? Crazy. Andere Länder, andere Sitten. Mal, was? Fährt hier ein Bus? Die wird zum Bus? Die warten alle hier auf den Bus oder was?
Okay. Wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, da haben wir es. Da haben wir es nicht. Alexander von Mazedonien liegt vor uns. A1, E75. E75. A3, A3, A4, A4, A1. Dann können wir also nur hier irgendwo in irgendwo hier sein. Also die A1 geht weiter geradeaus und wir fahren ja nach Osten. Die E75 ist die 1, nicht? Okay. Alexander von Mazedonien. Okay, die geht aber nur bis hierhin. Nee, die geht auch weiter. Oh, shit. Da ist Welles. Okay, hier in der Ecke sind wir auf jeden Fall. So, wir wissen aber nicht, wie unsere Stadt heißt. Steht das in der Luft? Ich sehe keine Anbindung hier drüben. Also hier ist irgendwas. Aber schwebt einfach. Am Market. Okay. Ah, da. Okay. Immer diese Zaubertricks. Gut, dass wir noch eine Stunde Zeit haben, nicht? Aber es ist auch mal gut, Mazedonien kennenzulernen. Ach du Kacke, wie lang ist diese Straße? Leck die Henne, ist das lang. Okay, aber wir wissen, sie ist sehr lang West-Ost. Lukard. Und hier gibt's auch nochmal eine Autobahn. Hier, das ist doch gut. Ohrid, Welles. Okay, nach Welles geht es nach Süden. Das ist gut. Und Ohrid. Wenn wir Ohrid sehen. Und wir wissen, wir müssen ja irgendwo an der Autobahn sein. Und wir fahren gerade Ost-West. Also könnte irgendwas... Oreshani. Düt-düt. Wo ist Ohrid? Stargrad. Und die Runde bricht mich gerade massiv. Hilft mir nicht. Ohrid ist größer, kann das sein? Er sagt nur Richtung Ohrid wahrscheinlich. Es ist überhaupt eine andere Autobahn. Oder die Autobahn geht rum um diese Stadt. Vielleicht müssen wir zu einer Ausfahrt. Hier muss doch dran stehen, in welche Stadt das geht.
Drüben können wir nochmal gucken. Ohrid, 183 Kilometer. Tetovo. Tetovo scheint auch nichts Großes zu sein. Okay, und auf der anderen Seite, wir fahren nach Arkhnovo. Kumanovo kommt noch vor Dings, bevor wir rausfahren. Das würde auch erklären, wir müssten ja dann genau zwischen den beiden Dingern sein. Wo ist denn Kumanovo? M4, M1. Das klingt wie ein Menü. Einmal M1 Welles, bitte. Hier sind nur Katlanovo. Hier ist Kumanovo. Alter, wie weit sind... Wer gibt denn diesen Pissort da unten an, Alter? Was ist denn das für eine scheiß Navigation? Lecken mir doch die Füße. Wirklich. So, und wir fahren jetzt nach A irgendwas. Wir müssen ja direkt an dieser Autobahn eigentlich sein. Alle Hinweise ergeben einfach keinerlei Sinn. Ist das vielleicht nur ein Stadtteil von Kumanovo? Nee. Kann auch nicht sein, oder? Rashinovo. Also, zumindest liegen beide angeblich südlich, nicht? E65, Kumanovo. Warum Kumanovo über die E65? Hat doch gar keinen Sinn. Die E65 ist nicht in Kumanovo. Das heißt, wir müssten über die E65 fahren. Wo ist die? Da hinten. Wie will man denn nach hier? Da müssen wir doch in Skopje sein. Was anderes macht ja gar keinen Sinn. Deswegen steht das auch nicht dran. Und hier die A1. Und das, die A2 ist dann die E65. Das macht Sinn. Hier. Und dann sind wir hier zwischen irgendwo. Zwischen den beiden Autobahnen. Hier. Aritovici. Aranovici suchen wir aber. Boah. Hier, Aranovici, da. Aranovici dat. Boah, was für ein Scheiß. Aber das ist doch keine Autobahn. Wie sind wir denn bitte auf die beiden Autobahnen gekommen? Bin ich echt hier runtergeguckt, um auf die gerade zu kommen? Und vorhin sind wir echt hier lang und oder hier oben rum, um auf die zu kommen? Oder das, was wir hier als Autobahn wahrnehmen, ist nur die hier. Deswegen können die Leute da auch rüberlaufen. Okay, aber wir wissen ja, wir sind in der Stadt. So, haben wir einen Straßennamen? Wahrscheinlich nicht. Doch, haben wir.
Wir sind in der Citano-Jacken. Und da bin ich auch öfter. Na, hier steht nichts dran, nicht? Das ist so ein Dreck. Die haben keine Straßennamen eingetragen. Okay, es wird uns kaputt brechen. Weil von wann sind die Bilder? 2020, also vor Corona. Das heißt, die Hälfte der Sachen wird es hier nicht mehr geben. Oh, kack. Vielleicht irgendein Hotel? Ich meine, wir wissen, die Straße nach Osten führt uns direkt auf eine Autobahn. Hä, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Ich meine, hier kommen einige markante Geschäfte, die vielleicht überlebt haben, nicht? Euroless zum Beispiel. Pofix, den braucht man auch immer. Daman Kommerk, sicher hat der überlebt. Wer braucht nicht ein Steinwasserbecken in seinem Garten und was war schon vor und nach Corona überlebenswichtig? Der hat sich bestimmt gehalten. Den suche ich jetzt. Market Center. Ja, so ein... Weißt du, einfach wie in Worker and Resources oder wie in City Skylines. Market Center. Einfach so ein generisches Gebäude. Was verkaufen die da in ihrem schwarzen Zelt? Autoreifen. Sehr seriöser Autoreifenhandel. Oh ja, da kaufe ich ab sofort meine Reifen. Haben die da ein Auto drauf? Nee, ich dachte gerade, die haben auch noch ein Auto da drauf. Ja, super seriös. Also Osteuropa bringt auf jeden Fall immer Clips, weil es so kuriose Dinge hier gibt. Kömmerling. Kömmerling könnten wir aber wirklich sehen. Und wir sehen hier einen Berg. Das dürfte der sein. Der ist im Norden. Ich glaube, wir fahren in die Richtung raus, oder? Dann sind wir nicht auf eine Autobahn gekommen. Ah, das war doch definitiv eine Autobahn, auf die wir gekommen sind. Palma Düsseldorf, Launchbar. Mobile Jetter, Dijara, Arbi. Rafcom, Telushi. Euro Imperial, das habe ich doch gelesen. Hitmarkt. Okay. Globi Company. Aspirini. Happy Shopping MK. Mhm. Wenn sich ein Land schon Happy Shopping nennt, das Hollywood. Ah, sehr gut. Doch Amerika. Versteht nur nicht, wie ich in Osten auf eine Autobahn auffahren kann. Restaurant Lucard. Steht aber auch nicht dran. Okay, steht halt nicht dran, dass eine Autobahn ist, nicht? Das könnte auch eine Schnellstraße sein. Aber ich glaube nicht, dass das die Straße ist. Denk schon, das ist die hier. Dann müssen wir doch hier drin sein, eher. Also ich würde sagen, wir sind hier.
Und deswegen ist das die Abfahrt, weil die, man danach da hinkommt, nicht? Dann sind wir hier drin. Market S Center, da ist es. Steht sogar einfach da. Euro Lelö, wenn jetzt hier noch Kümmerling steht. Abifas. Kaffee Robusta. Golden Chicken. Aber die Sachen habe ich nicht gesehen. Deswegen kommen wir ständig auf eine Autobahn, aber. Oder wir sind halt hier, aber so sieht das ja nicht auf, nicht? Wir kommen da direkt Richtung Osten auf diese Auffahrt. Warte, lass mal testen, wenn wir hier rausfahren. Wir fahren jetzt nach Norden. Dann fahren wir hier ab. Können wir nicht. Shit. Warum können wir nicht abfahren, auffahren, abfahren? Skopje, Exit. Ich will da raus. Ich will raus. Holt mich hier raus. Ich will raus. Ich wollte wissen, das sieht fast so aus, als ob die so eine längliche Straße da haben. Es ist zu viel geklickt, nicht von mir. Ich werde nie wieder da hinkommen. Doch, so. Dann werden wir über die Pfeile rüberfahren, dann werden wir es nämlich sehen, ob das passt. Ne, passt nämlich nicht. Eine saubere Auffahrt, ne? Shit. Achso, das könnte das hier sein. Das ist eine Parallelstraße, die da geht. Das ist also nur der Sandweg hier, alles klar. Ja, da sind wir. Die Frage ist nur, wir sind an der wievielten Kreuzung? Bei Mack ne Pommet. Lemmy? Nee. Grafika? Wir sind wegen den Straßennamen so ein bisschen. Aber hier drüben vielleicht. Da kommen wir nicht rein, aber da steht ein Straßenname. Kacke. Oder? Könnte was anderes sein. Mann. So eine Rotze. Telefon. Wirklich, sieht aus wie Indonesien, so vom Aufbau. Einfach Stände mit Zelten am Rand. Vielleicht sieht man das große Haus. Tesametti. Das Haus ist nicht eingezeichnet. Aber Kümmerling ist auch nicht eingezeichnet. Okay, aber das hier ist dieses Ding. Das sieht man. Okay, und davon sind wir jetzt wie viel weg? Eine.
Rechte. Wir ziehen nur die rechten abgehenden Straßen. Eine. Nee, das zählt nicht. Zwei. Und das ist unsere. Also eins. Dann stehen wir dort. Finish. 14 Meter. Puh, Glück gehabt. Boah. Ah, so bin ich. Ich bin hier auf die Autobahn gekommen und dann da lang gefahren. Und dann bin ich hier raus und alles klar. Und wäre ich nach Norden, wäre ich auch auf die Autobahn gekommen. Alter. Und wäre ich nach Süden gefahren, wäre ich auch auf die Autobahn gekommen. Das ist natürlich richtig mies, dass diese Autobahn einmal um diesen Bezirk rumgeht und man in alle Richtungen auf die gleiche Straße aufkommt. Und das Einzige, was dran steht, ist dennoch aber überall Arechinovo. Danke. Ach, Cento heißt nicht Center. Okay, das stand auch dran. Heto. Jeto. Okay, Results. 30.000 Punkte. Wir waren in Peru 43 Minuten. Wir waren in Argentinien und Brasilien in 67 Minuten. Wir waren in den Vereinigten Staaten 12 Minuten. Ungarn nur 7 Minuten. Und Nordmazedonien nochmal 30 Minuten. So, wir brauchen noch Fun with Flags, bis ich heute 5 Flaggen habe. Und wir fangen an mit dieser schönen Flagge. Die da liegt irgendwo hier. Also, Guinea und Mali haben die gleiche Flagge, nur dass das Gelb von links oben nach rechts unten geht. So. Und hier, die hier haben die immer so rum, die Streifen, oder? Aber ich wüsste nicht, wer diese Farben hat gerade. Benin vielleicht oder so? Ich mache einfach mal. Kongo. Benin hat die gleichen Farben, aber grün, gelb, rot, nur nicht mit einem Streifen durch. Okay, Kongo, hätte ich nicht gewusst. Okay, aber macht Sinn, nicht? Kongo hat das und der fängt da an. Okay. Dass die da alle immer die gleichen Farben in Abwandlung haben. Dann haben wir hier Thailand. Das finden wir doch auch. Botswana. Easy. Vanuatu. Wie Hanuta. Nee. Ach, St. Vincent. Das verwechsel ich immer. Vanuatu. Vanuatu hat diese Zimtschnecke drauf, nicht? Ah, die Vincents. Tschechien. Das kriege ich auch noch hin. 3 nur. Okay, es kann dauern. Bosnien-Herzegowina. Saint-Martin. Wo ist Saint-Martin? Auf einer der Inseln, die südliche Teil, glaube ich. Das ist San Martin und das ist San Martin. Oh, puh. Finish. Nördliche Teil war es. Der andere heißt San Martinet oder sowas. Saudi-Arabien? Hey, Saudi-Arabien? Oh, nee. Das bricht mich. Noch nie gesehen. Es kann überall sein. Hat die Farben ein bisschen wie Madagaskar, nicht? Madagaskar hat weiß. Hat eher die Farben wie hier, aber nicht die Anordnung. Die Anordnung passt zu Afrika oder Südamerika. Vielleicht Westsahara oder sowas? Nee, das ist Martinique. Okay.
Westsahara hat aber die gleichen Farben und auch so ein Ding, aber in klein anscheinend. Bild im neuen Tab öffnen. Ah ja, sehr gut. Und hat schwarz oben, grün unten. Und dann haben wir noch die Hafenfrau. Britisch Jungferninseln. Nee, Guadeloupe, ne? Nee, Montserrat. Ah, oh, Mann. Guadeloupe hat die Ähren. Ah, die sind französisch, Guadeloupe. Schon wieder nur drei. Also, was ist denn heute los? Okay, wenn man mir eine Flagge geben würde, von der ich keine Ahnung habe, dann wäre es diese Flagge. Gelb, grün, rot. Paraguay, keine Ahnung. Litauen. Das ist Litauen? Okay, sieht durch die Sonnenbrille irgendwie anders aus. Ja gut, die anderen Griechenland, die hauen wir jetzt einfach durch. Peru, ja toll. Jetzt so einfache. Und dann habe ich noch Bosnien-Herzegowina, das hatten wir ja. Und, ach du Scheiße, Bahamas. Nee, Bermudas. Ja, die Bermudas sind nämlich das rote, böse Männchen. Wieder, immerhin vier. So, jetzt nochmal richtig. Das rote Kreuz, das kreuzt man hier unten an. Und zwar bei Wallis und Futuna, glaube ich. Richtig. Das ist Guam. Ist jetzt nicht so schwer. Wieder in dieser Ecke. Da. Guam. Trinidad Tobago? Oder Sao Tomo und Principe? Sao Tomo und Principe. Trinidad und Tobago hatte den Strich. Ich wusste. Einer hatte den Strich, einer hatte die beiden Sterne. Wegen den beiden Inseln. Ah, wieder nicht vollständig. Und das dürfte. Die haben den Vogel in Ägypten. Jordanien und Israel und Jordan, die haben ohne und eine mit Stern. Ja, Irak. Und Russland. Wie weit er da rauszoomt. Wieder nur vier. Okay, noch einmal. Letzter Versuch. Panama, nicht? Oder? Dominikanische Republik. Ah, Panama sieht immer so ähnlich zum Verwechseln aus. Dieser scheiß Vogel. Oh, ich wusste es mal. Nicht Papua-Neuguinea, die haben auch einen Vogel. Salomonen, die haben irgendwie so ein Fünfergestirn. Neukaledonien? Nee, da. Dominika. Dominika hat den Vogel. Neukaledonien. Ah, Neukaledonien hat den Spieß. Zypern, okay, das kriegen wir noch hin. Und das kriegen wir auch hin, das ist Kasachstan. Und Portugal sollte man auch noch kennen.
4 wieder. Okay, ein Versuch geht noch. Das ist Estland. Estland, nicht Lettland. Dann haben wir Aaland. Oder das da. Das ist das hier nicht. Island. Ups. Shit. Ich glaube, das ist ein Problem mit der Sonnenbrille. Die sehen doch genau gleich aus. Gut, ein kleiner. Ich habe das, glaube ich, das Gelb oder das Weiß. Naja. Mosambik? Kenia. Ah, Mann. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Oh, Guernsey oder Jersey? Jersey, nicht? Guernsey hat noch irgendwas anderes. Ja. Desire the right. Irgendein Schaf. Dann würde ich mal sagen, Falklandinseln. Wieder nur 3. Nee, aber mit 3 können wir nicht aufhören. Vor allem nicht nach Island. Norwegen. Trinidad Tobago. Das haben wir ja nun gelernt heute. Luxemburg. Hoffe ich. Ich hoffe richtig. Antarktis. Und El Salvador, es steht auf der Karte. Da. So klein, man sieht's gar nicht. Und damit haben wir 5 von 5. Ich hab's doch noch geschafft. Bis zur nächsten Folge Geotastic.